Auswertung. Jeder Operand wird vor der Ausführung des Operators ausgewertet. Ausnahmen sind und, oder und der entsprechende Bedingungsoperator hier. Was hat das auf sich? Das haben wir auch schon kennengelernt, als wir uns mit den Operatoren und oder auseinandergesetzt haben. P und Q, ja, das ist äquivalent mit P, Fragezeichen Q, false. Das heißt, wenn ich diesen Ausdruck habe, wird zunächst ausgewertet P. Wenn P true ergibt, wird ausgewertet Q und das Ergebnis von Q wird geliefert. Wenn P aber bereits false ergibt, dann muss Q gar nicht erst ausgewertet werden und es wird direkt false geliefert. Weil unabhängig davon, ob Q jetzt true oder false ergibt, wird ja, wenn P false ist, auf jeden Fall false geliefert bei der Konjunktion. Deswegen wird Q gar nicht erst ausgewertet, wenn P false ergibt, dann wird direkt false geliefert. Analog bei der Disjunktion. Falls P schon zu true ausgewertet wird, ist ja egal, ob Q false oder true ergibt. Deswegen, falls P true ergibt, wird true geliefert. Falls P false ergibt, dann wird Q ausgewertet und der entsprechende Wert geliefert. Und O1, Fragezeichen O2, Doppelpunkt O3, da passiert Folgendes. Zunächst wird O1 ausgewertet. Falls das true ergibt, werte O2 aus, ansonsten O3. Es wird aber immer nur entweder dieses ausgewertet oder dieses. Wichtig ist dieses, was ich jetzt gerade hier erläutert habe, bei Funktionen mit Seiteneffekten.